Hey ho und herzlich willkommen zurück auf diesem Channel. Mein Name ist Miss Donut und wir spielen heute zusammen Sally Face. Ein Indie-Adventure mit Horrorelementen und ziemlich knackigen Rätseln tatsächlich. Ich wollte eigentlich auch ursprünglich die Facecam dazu schalten, aber dieses verdammte Teil scheint tatsächlich im Arsch zu sein. Und ja, sie funktioniert nicht, ich kann sie nicht mit reinmachen, es tut mir leid. Ich hätte sie gerne mit bei gehabt. Aber gut. Noch ein paar Worte zum Spiel. Es ist am Anfang sehr verwirrend. Bitte nicht zurückschrecken davor. Die Story ist wirklich einmalig. Ich liebe sie. Und dieses Spiel ist in mehrere Episoden eingeteilt. Wir spielen heute, beziehungsweise in dieser Aufnahme, die erste Episode durch. Es gibt insgesamt 5, allerdings ist die 5. noch gar nicht draußen. Aber wir beginnen einfach mal und schauen, was das Spiel so für uns übrig hat. Ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel und starten in die Welt von Sally Face. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es war genauso wie beim letzten Mal. Nur dieses Mal begann es in einem Krankenhaus. Wir sind blutüberströmt in einem Krankenhaus. Oh, die Steuerung ist ein bisschen schwammig tatsächlich. Und wir sehen wirklich nicht gut aus. Unser Kopf ist komplett einbandagiert. Wir haben nur ein Auge, mit dem wir sehen können. Und an der Wand ist ein Gemälde in Bleistiftzeichnung. Okay. Das Telefon klingelt und... Oh. Oh, da gehen wir gleich ran. Bitte nicht wundern. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Licht. Das Gemälde hat Farbe bekommen. Interessant. Es ist verschlossen. Okay, dann eben nicht. Ja, wir sind ziemlich übel zugerichtet. Ich habe keine Ahnung, warum. Ein Schlüssel. Okay. Q beinhaltet unser Inventar im Moment. Nicht sonderlich viel drin. Und ich würde sagen, wir heben ab. Hallo? Es ist okay, Sir. Jetzt wird alles gut. Komm und sieh. Was meinst du damit? Komm. Seltsam. Hörte sich an wie mein Vater. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Kamen wir gerade aus dieser Mauer heraus? Wie? Hu, ho, hi und ha. Okay. Wir öffnen einfach mal alle Türen und gucken, was drin ist. Okay, hier offensichtlich nichts. Ja, wir sehen schon, hier auch nicht, das ist ja schön. Wir haben hier ein paar Rätsel vor uns. Und die sind teilweise wirklich gar nicht so einfach. Dementsprechend ist das hier ziemlich viel Try and Error. Aber... Da ist eine 3. Warte kurz. Gut. Ja, ich schreibe mir Sachen auf, weil in diesem Spiel muss man sich tatsächlich ein paar Sachen aufschreiben. Sonst, man kann sich nicht unbedingt alles merken. Auch die Sachen, die man später machen muss, ja, es ist ein bisschen knifflig. Gut. L war auch falsch. Dann machen wir einfach mal weiter mit M. Auch nicht. Okay. N. Oh. N ist richtig. Okay. Ein E. Hier wächst Gras auf dem Boden. Ein D, ein C und ein B. B ist auch falsch. Was passiert, wenn wir hier jetzt ein O
hoch reingehen? Ist auch falsch. Okay, also wir können tatsächlich nur in N hinein. Oh Gott. C. Auch falsch. Wo war ich? Hier, ne? Ja, nee. Ach Quatsch, es war N. Geht ja schon gut los hier. Scheiße. Oh Mann. D. D war richtig, okay. Wo sind wir denn jetzt? Eine Beerdigung, denke ich. Oh, ein Hund. Wer ist ein gutes Hündchen? Wer ist ein guter Junge? Ich habe sie lebendig begraben, Kleiner. Sag du's mir. Hä? Geh und sie selbst. Alles klar. Halt! Da oben ist eine 6. Okay. Was? Diane Fischer. 1948 bis 19, was? 84 oder sowas. Geliebte Mutter und Ehefrau. Runterklettern? Ich gehe doch nicht ins Grab. Ach, oder gehe ich doch? Oh Gott. Was zur Hölle? Was? Batterien nicht inbegriffen. Hä? Passwort. Wird? Nein, ich... Hä? Ich hab... nicht sonderlich viele Zahlen. Ich hab eine 3, eine... Never ever. Hä? Okay, das Ding wäre wohl sowieso kaputt gegangen. Was ist das denn? Papa? Du bist nicht mein Sohn. Mein Sohn ist kein Mörder. Mörder? Ey, wer hat denn was gesagt von... Ich habe niemanden umgebracht, was willst du von mir? Das ist deine Schuld. Wow, was? Alter. Okay, das ist... Ich... Oh Gott, was? Nein. Ich will nicht. Mama? Bist du... Oh nein, nein, nein. Boah. Und dann bin ich aufgewacht. Ja, das ist ein interessanter Traum. Dr. Annan. Mit dem reden wir gerade. Ich denke, wir sollten später zu dem Traum zurückkommen, aber können Sie mir für jetzt mehr über die Leiche erzählen? Welche? Die zweite, die aus der Wohnung. Papa und ich sind gerade erst eingezogen. Von Anfang an hatte ich an dem Ort ein mulmiges Gefühl. Episode 1. Seltsame Nachbarn. Das wird unser Neuanfang. Wir können endlich das, was in New Jersey passiert ist, hinter uns lassen. Warum erkundest du nicht das Gebäude und versuchst einige Freunde zu finden, während ich fertig auspacke? Okay. Willkommen bei Sally Face. Wir haben soeben das Intro geschafft. Gizmo. Ich sehe, du hast es dir hier schon bequem gemacht, Gizmo. Muss schön sein. Okay, Gizmo liegt in unserem Bett bzw. Matratze. Wir sind noch mitten im Umzug. Papas Zimmer. Na, Kleiner, hast du beschlossen, eine Pause vom Auspacken zu machen? Das ist nicht mehr so eine schlechte Idee. Wir sind ja schon eine ganze Weile dran. Vielleicht mache ich auch eine Pause.
Wie findest du es hier? Es ist vielleicht nicht so wie unser altes Haus, aber wir werden das Beste daraus machen. Solange wir uns haben, können wir, denke ich, hier aus ein richtiges Zuhause machen. Ich vermisse Jersey. Ich weiß, Kumpel. Aber bitte gib unserem neuen Zuhause eine Chance. Die Schule beginnt in ein paar Wochen und dann wirst du neue Freunde finden können. Ja, ich denke schon. Ich bin mir ganz sicher. Jeder wäre glücklich, dich als Freund zu haben, Sal. Danke, Papa. Ich vermisse Mama. Ja, ich auch, Kumpel. Ich auch. Versucht nicht in zu große Schwierigkeiten zu geraten. Okay, unsere Mutter ist tot. Wir haben in dem Traum gesehen, beziehungsweise wir haben geträumt, dass man uns die Schuld dafür gibt. Aber anscheinend ist es nicht so. Nur Kram, den Papa aus dem Laden hat. Nichts Wichtiges. Ja, das ist so ein normales, typisches Badezimmer mit Schlaftabletten. Papa hat immer noch Probleme beim Schlafen nachts, nachdem... Er sagt uns jetzt aber auch nicht, was passiert ist, ne? Naja, gut. Wir sind im 4. Stock. Ja, ich habe da was gesehen. Unsere Wohnung ist 402. Und 401 sind unsere Nachbarn. Niemand zu Hause. Gut, dann nicht. Oh. Hallo. Wieso stehst du hier? Ich versuche neugierige Freaks wie dich davon abzuhalten, etwas zu sehen, was sie nicht sehen sollen. Und jetzt hau ab, ich bin kein Babysitter. Wer bist du? Ich bin die Glücksfee. Oder was glaubst du? Ich bin ein ranghoher Beamter, also zeig ein bisschen mehr Respekt. Ja, sicher. Was ist in dem Raum passiert? Polizeiarbeit, Kleiner. Warum haust du nicht ab zu deinen Eltern? Ich wünschte, ich könnte. Was war das, du Klugscheißer? Nichts. Dachte ich mir doch. Blöder Spinner. Ach, da sind wir mal wieder. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Fünf. Was? In diesem Stockwerk werden Renovierungsarbeiten vorgenommen. Zu ihrer eigenen Sicherheit ersuchen wir sie, den nächsten Aufzug aufzusuchen. Okay. 502 ist versperrt. Genauso wie 501. Da fehlt die Plakette. 503 ist auch versperrt. 504. Hallo? Entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass hier oben jemand lebt. Hallo? Mein Herr? Alles in Ordnung? Du hättest hier nicht herkommen sollen. Das tut mir leid, ich wollte nur meine neuen Nachbarn kennenlernen und... Heute. Schreckliche Dinge geschehen. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Was zum... Wo ist er hin? Und wer hat da bitte geklopft? What the fuck? Ja, ihr seht schon, dass... Oh, das sind... What the fuck? Da sind Handabdrücke, seht ihr das? Komisch, die Badezimmertür ist versperrt. Uiuiui. Ja, so ganz einfacher Tobak ist das hier nicht. Aber gut, merken wir uns 504. Ein versperrtes Badezimmer. Caution, Red Floor, okay. 302, niemand zu Hause. Oh, wer bist du denn? Hey. Meine Güte, hast du mich aber erschreckt. Du bist einer von den Neuen aus 402, oder?
Mit dieser ganzen Aufregung habe ich ganz vergessen, vorbeizuschauen und Hi zu sagen. Ja, es sind nur ich und mein Vater. Mein Name ist Sal. Schön, dich kennenzulernen, Sal. Ich bin Lisa. Ich kümmere mich hier um alles, schaue, dass alles läuft, wie es soll. Also, wenn du irgendwann irgendwas brauchst, frag einfach, okay? Sicher, danke. Gern geschehen. Oh, Lisa ist nett. Die mag ich jetzt schon. Huch, hier komme ich nicht durch. Da steht aber jemand. Hallo. Meh. Meh, meh, meh. Auf in die 2. Niemand zu Hause? Ja, wer ist da? Hallo, ich bin neu hier. Ich wollte mich mal bei den Nachbarn vorstellen. Okay, komm rein. Wow. Was? Hi, mein Name ist Zell. Ich bin hier heute mit meinem Vater eingezogen. Was ist das denn? Gottes Willen, guck dir das mal an. Was ist denn mit deinem Gesicht los, mein Kind? Was ist mit dir los? Oh, ich weiß. Junge Teenager, die neue Generation der Selbstdarstellung. Ich war auch mal jung, ich verstehe das. Solange du nicht in einer Gang bist. Du bist nicht in einer Gang, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Wunderbar. Und ich bin Charlie. Wenn du meine Sachen nicht anrührst, werden wir uns blendend verstehen. Ich bin ein Sammler. Ich sammle viele Dinge. Diese Dinge sind so etwas wie meine Familie. Also, was du meiner Kollektion antust, tust du meiner Familie an. Verstanden? Gottes Willen, Bruder. Ja, Sir. Kein Problem. Ich werde Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Gut zu wissen. Alter. Weide dich im Ruhm meiner kompletten Sammlung von Glitterponys. Es ist eine großartige Errungenschaft, sie alle zu besitzen. Sieh sie dir ruhig an, aber denk nicht einmal im Traum daran, sie anzufassen. Was ist ein Glitterpony? Oh, oh. Oh, oh. Nein. Nein. Meine Güte, Kind. Hast du niemals My Glitter Ponies Rainbow Spectacular gesehen? Das ist die beste Serie, die jemals produziert wurde. Sie hat Drama, Action, Romantik, Comedy, alles, was du dir nur wünschen kannst. Und die Ponys, ach, die Ponys. Erinnere mich bloß nicht daran. Ja. Ich glaube, die Serie kenne ich nicht. Ich muss mal schauen, wo ich sie sehen kann. Ja, das musst du. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Okay. Ich weiß, die sind so cool, oder? Ja. Ich kann mit ihm reden. Sieht nett aus hier. Mein kleines Stück Himmel. Nur ich und meine Sachen. Okay. Also... Ich verstehe schon. Dir verschlägt es die Sprache beim Anblick dieser großartigen Sammlung. Ja. Keine Sorge, immer wenn ich zu Hause bin, kannst du vorbeischauen und sie dir wieder ansehen. Lebst du hier alleine? Alleine? Schau dich doch um, ich bin in bester Gesellschaft. Naja, es ist nett zur Abwechslung mal Besuch zu haben, denke ich. Okay. Er ist, ja... Ja, ein kleiner nerdiger Sammler. Was will man dazu noch sagen? Okay, Charlies Zimmer. Steht jetzt sogar dran. 202, niemand zu Hause. 201. Sieht so aus, als ob niemand zu Hause wäre. Okay. Ist hier überhaupt irgendjemand? 1 ist dann wohl auch die Eingangshalle oder sowas. Huch, Edison. Großer Gott, was für ein Fürchter. Verzeihen Sie, nochmal von vorne bitte. Guten Tag, junger Mann. Neuer Bewohner des Edison Apartments, Zimmer 402. Wie kann ich Ihnen helfen? Mr. Edison. Woher weißt du, wer ich bin? Mein Herr, ich weiß über alles Bescheid, das sich zwischen diesen Wänden abspielt. Behalten Sie das im Hinterkopf. Darf ich reinkommen? Um Gottes Willen, nein! Ich bin sehr heikel, was meine Privatsphäre betrifft. Sie verstehen das bestimmt. Natürlich.
Okay. Auf Wiedersehen, mein Freund. Er scheint nett zu sein. Und ich glaube, das ist der Besitzer dieses Hauses, weil vorne in der Cutscene war ja auch Edison Apartments zu lesen. Er ist irgendwie, aber... naja. Niemand zu Hause. Der Typ ist sonderbar. Also irgendwie ist alles an diesem Haus irgendwie sonderbar. Ja, was willst du? Ist es nicht ein bisschen früh für Halloween? Mrs. Gibson. Blöde, nichtsnutzige Kinder. Wow, okay, alles klar. Na gut. Oh, wow. Was ist hier los? Hallo, junger Mann. Du bist erst heute hier eingezogen, nicht wahr? Ja, Sir. Ich habe schon mit deinem Vater gesprochen. Es sieht so aus, als wäret ihr gestern Nacht noch in einer anderen Stadt gewesen. Scheint zu stimmen. Das ist gut. Versuch uns nicht im Weg herumzustehen, okay? Wir müssen ein Verbrechen aufklären. Ein Verbrechen? Was? Mord? Darüber kann ich nicht sprechen. Okay. Ich komme auch nicht an ihm vorbei. Aber wieso schließen wir denn direkt auf Mord? Woher wissen wir denn, dass es Mord gewesen sein soll? Okay, wir können sonst nichts tun. Reden wir doch nochmal mit Lisa. Hey Lisa. Hey Sal, wie läuft's bei dir? Wie lange arbeitest du schon hier? Eigentlich arbeite ich nicht nur hier, sondern wohne auch in dem Haus. Ich bin rund um die Uhr auf Abruf bereit. Für den Fall, dass eine dringende Reparatur vonnöten ist. Egal, was die anderen sagen, es ist schön, hier zu Hause zu sein. Ich bin richtig stolz darauf, hier schon seit 10 Jahren zu wohnen. Okay. Es sieht ganz nett aus hier. Da kannst du drauf wetten. Was sagen die anderen über das Gebäude? Ach, über, na, verschiedenste Dinge. Dieses Gebäude ist schon über 100 Jahre alt, weißt du? Die Leute beschweren sich immer über das ein oder andere. Aber du wirst keine Beschwerde von mir hören. Ich bin eine Frau der Tat. Wenn ich ein Problem sehe, kümmere ich mich darum. Ja, die meisten Leute regen sich über Kleinigkeiten auf. Du kannst dir nicht immer über Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen, Sal. Das bringt doch nichts. Verstehst du? Da hast du recht. Glaub mir, es ist besser, wenn man nur an die schönen Dinge des Lebens denkt. Konzentriere dich darauf, was dich glücklich macht. Deine Energie ist zu kostbar, um sie für anderes zu verschwenden. Oh, wie recht sie doch hat. Thema wechseln. Weißt du irgendwas darüber, was in 403 passiert ist? Der erste Eindruck war sicher nicht gerade positiv für dich und deinen Vater. Wirklich eine Schande. Ich schwöre dir, solche Grausamkeiten stehen ansonsten nicht an der Tagesordnung. Arme Mrs. Sanderson. Wer ist Mrs. Sanderson? Ach, egal. Es ist besser, nicht an so fürchterliche Sachen zu denken. Wie kann man denn hier Spaß haben? Weißt du was? Ich habe einen Sohn in deinem Alter. Ich glaube, ihr würdet euch super verstehen. Er ist unten in unserem Apartment. Du solltest dich ihm vorstellen. Okay, dann gehe ich Hallo sagen. Super. Sein Name ist Larry. Er ist sicher im Keller. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Allerdings wirst du eine Keycard benötigen, um mit dem Aufzug dorthin zu gelangen. Hier, nimm die. Ich habe ein paar zusätzliche. Cool, danke. Gut. Wir haben jetzt die Keycard fürs Basement. Spuckt es hier? Sehr süßer. Ich kümmere mich schon lange um die Edison Apartments und habe noch nie einen Goblin oder Geist gesehen. Die Leute haben zu viel Fantasie. Zu viele Süßigkeiten und Gruselfilme, meiner Meinung nach. Woher wollen wir denn jetzt wissen, dass hier Geister rumlungern? Wir haben doch noch nichts in der Richtung gesehen. Außer den komischen Typen in 504. Aber hä? Wieso schließen wir denn jetzt schon direkt auf Geister? Oh, Waschküche. Mann, ich freue mich schon richtig, das zu verwenden. Wenn die Hölle zufriert. Was? Biohazard? Oh. Okay. Was haben wir denn hier?
Bright Lights, Pretty Pain, Lost and Found, Tools. Was steht da oben? Pest und Fury oder sowas? Snackautomat. Viel köstliches Junkfood. Ich habe aber keinen Hunger. Okay. 1B. Das ist dann nämlich an Lisas Wohnung. Oh, guck mal, die Bilder. Ist das ihr Sohn? Badezimmer? Wow. What? Was zum Teufel war das? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. What? Nee, Alter. Oh. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh Gott. Keep out. Larrys Raum? Okay. Lisas Raum. Versperrt. Okay. Ja? Hey, Larry? Deine Mutter meinte, ich soll kommen und Hallo sagen. Ich bin gerade in 402 eingezogen. Oh, hey, komm rein. Tür ist offen. Oh, wow. Oh, geile Maske. Ist eine Prothese. Oh, verdammt. Entschuldige, Mann. Kein Ding. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Also, hast du sowas wie kein Gesicht darunter? Was ist passiert? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Okay, der Themenwechsel. Ich bin Larry. Ich lebe hier unten mit meiner Mutter. Ich bin Sal. Meine Freunde nennen mich Sallyface. Ich bin gerade von New Jersey mit meinem Vater hierher gezogen. Sallyface? Um ehrlich zu sein, hege ich Zweifel daran, dass ich wirkliche Freunde hatte. Wie sie angefangen haben, mich so zu nennen, dachte ich mir, dass mich die Vollidioten damit nicht weiter beleidigen können, wenn ich es selbst auch verwende. Du bist ein ziemlich schräger Vogel, nicht wahr, Sal? Du bist kompliziert. Ich mag dich. Wir werden uns super verstehen. Das hat deine Mutter auch gesagt. Mutter weiß es am besten. Wieso lebst du im Keller? Meine Mutter sagt, das ist, weil wir das Haus vor Ratten beschützen müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diesen Raum im Gegenzug für die Instandhaltung bekommt. Aber das ist ziemlich cool. Es stört mich nicht im geringsten. Ich kann so laut, wie ich will, Musik hören, wenn sie nicht da ist. Cool. Ja, es ist sowas wie mein eigenes kleines Geheimversteck. Ich mag dein Hemd. Danke. Es steht für Sallyface. Hä? Ich habe meine eigene Kollektion. Eigentlich ist das diese Heavy Metal Band Sanity's Fall. Magst du Heavy Metal? Ich weiß nicht. Ach, das muss ich ändern. Zieh dir das rein. Ist ihre erste Single. Ein Album erscheint in den nächsten Monaten. Schön, schön. Was ist in 403 passiert? Shh, nicht so laut, Mann. Was? Was ist? Der Mörder ist immer noch im Gebäude. Woher weißt du das? Ich habe gesehen, wie es passiert ist. Bist du gerade high? Ich wünschte, ich wär's, Alter. Das war verdammt gruselig. Du weißt, wer es getan hat? Ja, es war definitiv Charlie. Das dicke Ekel aus 204. Er hat Handschuhe getragen. Also glaube ich nicht, dass da irgendwelche Abdrücke drauf sind. Was ist passiert? Okay, also Mrs. Hedersons Toilette war verstopft. Ich war gerade fertig mit dem Reparieren, als ich hörte, wie er reinstürmte und wie ein Irrer brüllte. Ich weiß, was du getan hast. Hermann hat es mir erzählt. Du blöde Schlampe. Sie versuchte ihn zu beruhigen, aber bevor sie noch ein Wort sagen konnte, hatte er die Kehle aufgeschlitzt. Ich war schockiert, konnte mich nicht bewegen und bin vor Angst erstarrt. Ich habe nur durch den Spalten der Badezimmertür gestarrt.
Es ist alles so schnell passiert. Dann hat er auch schon sauber gemacht und ist abgehauen. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich nicht mal gesehen. Ich habe niemandem davon etwas erzählt. Nicht einmal meiner Mutter, aber dir vertraue ich. Solltest du das nicht der Polizei erzählen? Ich habe versucht, mit dem Detektiv zu sprechen, aber er meinte, ich brauche Beweise. Als ob mein Wort nicht reichen würde. Was ist los mit dem Kerl in 103? Das ist Mr. Edison. Ihm gehört das Haus. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon jemals außerhalb seines Raumes gesehen habe. Er spricht immer nur durch den Briefschlitz. Er ist ein netter Kerl, nur etwas komisch. Ach ja, wenn du sagst, Edison-Tee, bitte und danke, gibt er dir einen Häferl seines berühmten Tees. Ich hasse das Zeug. Aber die Erwachsenen fliegen drauf. Okay. Edison hat Tee für uns. Gut. Okay. Er hat unglaublich coole Poster an den Wänden. Und da ist der Hund. Und das Bild von der Beerdigung. Und der Baum. Das haben wir alles im Traum gesehen. Krass. Crowman Wolfboy? Hier können wir zurück ins Wohnzimmer. Was ist das da? Das ist ein Polizeiscanner. Ich kann bei lokalen Gesprächen von Bullen mithören. Wie zum Teufel bist du zu diesem Ding gekommen? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Aber Moment, du hast mich gerade auf eine großartige Idee gebracht. Wenn ich einen falschen Anruf mache, kann ich sie vielleicht lange genug ablenken, dass du dich im Raum 403, in den Raum Nummer 403 schleichen kannst. Vielleicht finden wir dort Beweise für den Detective. Irgendwas, das sie übersehen haben. Und du hast mich schon für den Einbruch vorgesehen. Naja, ich muss den Anruf hier unten machen und ich mach nur Spaß. Ich mach das gerne. Ich wollte ohnehin einen Blick in den Raum werfen. Super. Also, wie ist der Plan? Ich melde einen Banküberfall mit Geiseln. Es sollte die Bullen von hier wegholen. Ich nehme an, das wird uns ein bisschen Zeit schenken, bis sie feststellen, dass es nicht echt war. Du musst im oberen Stock sein, wenn ich den Anruf mache. Dann gewinnen wir noch mehr Zeit. Wir können meine Funkgeräte benutzen, um in Kontakt zu bleiben. Dann kann ich dich gleich vorwarnen, wenn die Bullen zurückkommen. Hört sich an, als könnte nichts schiefgehen. Aber nimm lieber einen bewaffneten Tankstellenüberfall oder einen Überfall auf eine Drogerie statt einem Banküberfall. Das werden sie eher glauben. Ach, wahrscheinlich hast du recht. Gute Idee, Sally. Hier, nimm das und geh zu deinem Raum und sag mir, wenn du bereit bist. Drück die Umschalttaste, um mich anzurufen, okay? Alles klar. Nett. Ich mag deine Bilder. Danke, Mann. Ist meine große Leidenschaft. Gut. Haben wir das jetzt schon? Ja, wir haben das Funkgerät. Und die Keycard vom Basement.